Die Zahlen, die um die Zukunft des Flughafens Tegel kreisen, sollen eigentlich eine Basis für die Entscheidung der Berliner sein, wo sie am 24. September ihr Kreuz machen. Stattdessen verwirren sie jedoch nur noch mehr. Denn zwischen den Kostenschätzungen des Senats und denen des Volksentscheids ist ein himmelhoher Unterschied. Alleine die jährlichen Betriebskosten liegen mit 100 Millionen auf der einen Seite und 7,8 Millionen auf der anderen weit auseinander. Für den Tegel-Streiter Sebastian Czaja ist die Sache ganz klar. Das ist gar nicht so schwer und komplex, wie das im ersten Augenblick scheint. Es lohnt sich einfach, in das Zahlenwerk zu schauen, was der Senat im Jahr 2016 der Initiative zur Verfügung gestellt hat, nämlich der Initiative Berlin braucht Tegel zur Verfügung gestellt hat. Da musste der Senat, aufgefordert durch die Landeswahlleiterin, eine amtliche Kostenschätzung abgeben. Und diese amtliche Kostenschätzung ist Grundlage für das Zahlenwerk, was wir derzeit auch verargumentieren, nämlich 7,8 Millionen jährlicher Unterhalt am Flughafen Tegel, 150 Millionen, die notwendig sind, um den Terminal zu sanieren. All das, was jetzt danach an Zahlen in Umlauf gebracht wurde selbst durch die Landeswahlleiterin wurde als nicht gültig erklärt. Und deshalb ist die Grundlage das Zahlenwerk aus dem Jahr 2016 und nicht das Zahlenwerk, was man im Jahr 2017 aus populistischen Erwägungen nachgeschoben hat. Mit Populismus habe das nichts zu tun, so die Haltung des Senats. Die 7,8 Millionen Euro sind nämlich nur die Kosten, die bis 2018 pro Jahr anfallen und genehmigt worden sind, um den Flughafen so gut es geht über die Runden zu bringen, haben also mit einer Prognose, was es kosten würde, Tegel für einen dauerhaften Betrieb vollständig zu sanieren, nichts zu tun. Als Beweis demonstrierte der Flughafenchef Engelbert Lüttke-Dahldrup erst kürzlich, wie marode Tegel ist und machte zum Entsetzen der CDU auch keinen Hehl daraus, angesichts der baldigen Schließung, den Flughafen auf Verschleiß zu fahren. Die Union warf daraufhin Lüttke-Dahldrup eine unglaubliche Verantwortungslosigkeit gegenüber den Berlinern vor. Mitte der Woche preschte dann wieder die FDP vor und gab die Beauftragung einer Expertenkommission bekannt, die den Weiterbetrieb und damit natürlich auch die möglichen Kosten prüfen und vorbereiten soll. Vorsitzender der Kommission ist der frühere Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Wolfgang Clement. Bei der Auswahl der Experten war uns wichtig, dass wir Experten finden, die selbst jede Menge Erfahrung mitbringen, wenn es um das Flughafengeschehen geht, wenn es um Wirtschaftlichkeitsfragen geht. Und wir haben vier herausragende Köpfe gefunden. Ich glaube, mit Wolfgang Clement an der Spitze, einen ehemaligen Ministerpräsident, der weiß, wie wichtig es ist, auch in der Realpolitik anzukommen und vielleicht auch Entscheidungen in Frage zu stellen. Bei dem wissen wir aber auch, dass er zur SPD doch ein sehr spannungsreiches Verhältnis hat. In der Tat, weil sich Wolfgang Clement weiterentwickelt hat im Gegensatz zur SPD. Und wenn ich mir die anderen drei anschaue in der Expertenkommission, dann sind davon zwei, die Erfahrung haben in Aufsichtsräten, in Flughafengesellschaften, eine aktive mit Frau Dr. Hase in Frankfurt am Main am Flughafen Fraport und einen, der Erfahrung gesammelt hat in einer schwierigen Phase am Aufsichtsrat vom Flughafen BER, nämlich Herr Arendt. Und wir haben einen ehemaligen Flughafenchef, der noch dazu die Lufthansa wunderbar kennt, mit Herrn Romberg an Bord. Ich glaube, das sind vier herausragende Köpfe, die Expertise und Sachverstand einbringen können, die der Debatte eine Grundierung geben. Und wir brauchen Sachlichkeit in der Debatte und das werden diese vier Köpfe leisten und eine entsprechende Handlungsempfehlung, und darum geht es, auf den Tisch des Senats am 25.09. legen. Das heißt, mit dieser Expertise wollen Sie dann auch weiter, wenn Sie denn zu dem Ergebnis kommen, das Sie sich erhoffen, wollen Sie dann dem Senat weiter Druck machen? Na klar, der Senat übt sich ja in Verweigerung. Er übt sich im Grunde darin zu sagen, wir können nichts tun, rechtlich ist alles klar, wir können nicht umsetzen. Und deshalb haben wir gesagt, wir suchen Experten, die jetzt genau an dieser Frage arbeiten und im Grunde die Hausaufgaben machen und auch die Hilflosigkeit von Herrn Müller erkannt haben und deshalb ihm eine Handlungsempfehlung an die Hand geben, damit er am 25.09., nämlich einen Tag nach einem möglicherweise positiven Volksentscheid, dann auch handlungsfähig ist und das umsetzen kann, was die Berliner und Berliner wollen, nämlich Tegel offen zu halten. Unterstützung für die Idee einer Expertenkommission bekommen die Liberalen von der AfD. Allerdings gehöre eine solche Expertise in das Parlament und deswegen brauche es einen entsprechenden Sonderausschuss. Wir glauben, es ist wichtig, dass parlamentarisch beraten wird, wie es insgesamt mit den Flughäfen in Berlin weitergeht. Es geht nicht nur um Tegel, der erhalten werden muss natürlich. Deswegen wird ja das Volk entscheiden am 24.
pro Tegel, da bin ich ganz sicher. Es geht auch um den BER, der vor 2020 aus unserer Sicht nicht fertig wird. Es geht aber auch um den Verbund eines vernünftigen Flughafensystems für die Metropolenregion. Da gibt es verschiedene Ansätze. Wie kriegt man die Geschäftsmodelle so hin, dass sowohl Tegel als auch BER inklusive des Schönefeld-Terminals vernünftig gemeinsam betrieben werden können, weil wir wissen, dass der BER allein zu klein ist. Gut, Voraussetzung für diesen Ausschuss wäre dann aber, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, dass Tegel wirklich weiter offen bleibt. Das heißt, dass der Senat auch bei einem erfolgreichen Volksentscheid dazu bewogen wird, das umzusetzen. Danach sieht es momentan aber gar nicht aus. Na gut, ich glaube, dass der pro Tegel kommt. Der Senat will es nicht. Das ist aber nicht das Problem des Senats. Beziehungsweise das wird das Problem des Senats natürlich werden, weil er kommt gar nicht drum herum, sich eine vernünftige Lösung für Berlin für die Zukunft auszudenken. Das heißt, mit dieser parlamentarischen Beratung im Sonderausschuss geben wir dem Senat sogar die Möglichkeit, eine Kehrtwende zu machen und zurückzurudern, weil in dem Sonderausschuss Experten angehört werden können aus verschiedenen Teilen des Luftfahrts, der Luftverkehrsindustrie, um dann zu sehen, wie kriegt man tatsächlich Tegel in Zusammenhang mit BER und Schönefeld insgesamt zum Laufen. Auch die grüne Regierungspartei hat kein Problem mit einer Prüfung von Experten. Die Landesvorsitzende Nina Stahr ist sich nämlich sicher, wenn wirklich unabhängige Fachleute die Zukunft Tegels bewerten, kommen sie zu dem Ergebnis, dass der Flughafen keine Zukunft hat. Ich finde es grundsätzlich nie falsch, Experten zu fragen. Die Frage ist, welche Experten fragt die FDP dann? Wen möchte die da drin haben? Wenn wirklich unabhängige Experten in einer solchen Kommission sind, bin ich mir ehrlich gesagt schon relativ sicher, was bei rauskommen wird. Aber dann hätte ich auch kein Problem damit, dass nochmal geprüft wird. Aber da muss sichergestellt sein, das sind wirklich unabhängige Experten. Da höre ich raus, dass Sie durchaus auch eine sachliche Debatte vermissen hier momentan in der Stadt. Ja, sehr. Ich finde es sehr schade, wie die FDP diese Debatte führt. Sehr populistisch. Es wird den Menschen vorgegaukelt, es gäbe tatsächlich etwas zu entscheiden, was einfach in dem Maß, wie die FDP es tut, nicht stimmt. Denn es ist rechtlich festgeschrieben, der Tegel muss schließen 6 Monate, nachdem der BER eröffnet hat. Das heißt, wir werden nicht ohne Flughafen dastehen, sondern eben erst, wenn der BER läuft. Nichtsdestotrotz ist das festgeschrieben. Und was die FDP gerade macht, nämlich so zu tun, als könnte man das einfach mal frei entscheiden, das stimmt nicht. Und damit verschaukelt sie eigentlich die Wählerinnen und Wähler. Das schadet auch der Demokratie, finde ich. Aber Frau Stahr, Sie wissen, bei Juristen ist es so, 2 Juristen, 3 Meinungen. Also Sie werden auch immer einen Juristen finden, der sagt, natürlich ist das rechtlich auch möglich, das so hinzukriegen, wie die FDP das fordert. Das heißt, letztlich steht doch der Wähler, also der Berliner, da und muss sozusagen eine Glaubensfrage beantworten. Das stimmt, Sie werden immer einen Juristen finden, der Ihrer Meinung ist. Nichtsdestotrotz haben wir ja schon richterliche Beschlüsse zu dem Thema. Es gibt ja Planfeststellungsbeschlüsse und so weiter. Es ist nicht so, dass da noch nie was entschieden worden wäre. Insofern ist mir jetzt die Meinung eines einzelnen Juristen, den die FDP findet, relativ egal. Mir kommt es darauf an, was haben die Gerichte schon entschieden und was ist wahrscheinlich, dass Gerichte in Zukunft entscheiden würden. Der BUND macht da ja nun auch, wird das ja auch nochmal durchspielen. Insofern glaube ich, da muss man dann auch darauf vertrauen, dass das, was richterlich entschieden wurde, auch stimmt. Tegel ist Geschichte. Das ist die Haltung von Nina Stahr und des Senats und für Sebastian Schaja eine weitere Vorlage. Es geht darum, wenn es ein klares Ja am 24.09. gibt und in der Demokratie zählt die einfache Mehrheit, das auch umzusetzen. Und umzusetzen heißt eben nicht, sich hinter Gutachten zu verschanzen oder zu sagen, ich führe Gespräche, sondern tatsächlich diesen Flughafen offen zu lassen und alles dafür zu tun, was politisch notwendig ist. Und das geht, deshalb haben wir ja diese Initiative gestartet, den Beweis treten wir täglich an. Und wenn Herr Müller das nicht tut, in einer Frist nach dem 24.09., über den Zeitraum muss man denn in der Tat sprechen, dann wäre die logische Konsequenz irgendwann daraus natürlich auch Neuwahlen entsprechend auf den Weg zu bringen und zu initiieren in Berlin. Da habe ich ehrlich gesagt überhaupt keine Sorge, denn ich glaube, die Leute merken irgendwie auch langsam, dass Herr Chaya da einfach zu seinem eigenen Nutzen nur noch agiert. Wirklich für den Nutzen der FDP. Diese Neuwahlforderung zeigt, es ging ihm auch bei der Tegelfrage nur darum, die FDP in einem besseren Licht dastehen zu lassen und es ging ihm überhaupt nie um die Sachfrage und das finde ich wirklich schäbig, ehrlich gesagt.
Es ist unglaublich. Ich vermisse im Übrigen den Aufschrei der Grünen, die sich ja immer dafür einsetzen, dass Bürgerbeteiligung erfolgt und dass Bürgerbeteiligung auch ernst genommen wird. Ich höre ihn nicht, diesen Aufschrei. Ich vermisse den Aufschrei von Herrn Effler, Mehr Demokratie e.V., Abgeordneter im Berliner Parlament, Linksfraktion, der eigentlich dafür kämpfen müsste, dass das, was die Berlinerinnen und Berliner am 24.09. entscheiden, auch umgesetzt wird. Und ich vermisse vor allen Dingen eins. Ich vermisse Demut vor dem Wähler in dieser Stadt. Und Demokratie lebt von der Demut vor dem Wähler. Und daran muss man den regierenden Bürgermeister wahrscheinlich des Öfteren erinnern. Und das wollen wir damit tun. In den nächsten 6 Wochen wird die Auseinandersetzung um Tegel nicht an Fahrt verlieren. Dabei zeichnet sich immer deutlicher ab, dass es am 24. September nicht nur um die Zukunft des Flughafens, sondern auch um die der rot-rot-grünen Koalition gehen könnte.